Hallo und herzlich willkommen jetzt zu einem weiteren Reaction-Video von mir, dem The D-Spyro. Es war wirklich etwas länger ruhiger um mich. Das hat auch gewisse Gründe, dazu komme ich später noch im Verlaufe des Videos, wahrscheinlich am Ende der Reaction, denn es gibt da so eine kleine Umstellung, was ich eigentlich in einem Infovideo machen wollte, aber ich dachte mir, die Information ist so klein, da brauche ich nicht ein extra Infovideo machen für. Das kann ich einfach so mal in eine Reaction verpacken, dass ihr Bescheid wisst. Nichtsdestotrotz möchte ich heute zu der Reaction kommen, wo schon wahrscheinlich einige von euch drauf gewartet haben, nämlich Weird Mealtime Bay von Forgalogger. Das Ding ist ja schon eine einige Zeit hochgeladen worden von ihm. Und ja, ich kam einfach bisher nicht dazu, diese Reaction zu machen. Und wie gesagt, ich werde am Ende des Videos darauf eingehen, warum jetzt momentan so wenig Videos kommen und wie es da jetzt momentan weitergeht. Also, ich möchte mich dem Ganzen heute widmen. Anscheinend wirklich das erste komplett G5-bezogene Video von Forgalogger. Da bin ich wirklich mal gespannt. Ich freue mich drauf. Und ja, nachdem ja beim letzten Mal schon so dieser kleine, ich glaube, es war von Forgalogger, dieser kleine Anteaser kam mit Starlight Glimmer, die anscheinend da irgendwie ins Multiversum sich aufmachen wollte oder wie auch immer das war. Ich bin immer noch am Rätseln. Freue ich mich jetzt, wie gesagt, auf dieses Video und bin gespannt, was jetzt in Weird Mealtime Bay uns erwartet. Deswegen würde ich sagen, legen wir los mit diesem nächsten Animationsstück von Forgalogger. So, Moment. So. Weird Mealtime Bay. Moment, jetzt muss ich doch nochmal ganz kurz hier kontrollieren. Jawohl. Weird Mealtime Bay von Forgalogger. Ich starte das Video. Jetzt. Hallo Sunny. Ah, da ist sie ja wieder, unsere gute Starlight. Ja. What the hell? Ach, das ist ja ihre Begleiterin. Ah! Ja. Wo man immer darauf gewartet hat, dass es irgendwann mal genau in der Ecke ankommt. Was zum Henker? Bist du in irgendeiner Simulation gelandet, wo die KI nicht wirklich ausgereift ist? Hufe weg. Meins. Oh, Opalin. War da gerade ernsthaft der Discord-Sound? Antenne raus. Ja. Wenn der Filter Probleme macht. Oh, das war, glaube ich, das Pegasus-Mobil. Oh, da ist er wieder. Der Four Kids-Klumpen. Ist das eine Anspielung auf Happy Tree Friends? Ja, 100 Pro. Aua. Ja, da verschwindet er ganz schnell. Sehr gut. Gut gemacht. Starlight echt wie so ein Stalker. Oh. Hallo Hitch und hallo Sparky. Jawoll! Der Edelstein. Ja, natürlich! Und Klopapier. Wie gewonnen, so zerronnen. Misty einfach mit allem möglichen Spionageartikeln. Es ist so bescheuert.
Vor allem, wenn man das so sieht, könnte man denken, halt, G5 besteht halt wirklich zu 100% nur aus komplettem Schwachsinn. Weil es ist zwar vieles vollkommen übertrieben, aber schon irgendwo noch in dem Rahmen dargestellt, wie es ja wirklich in der Serie auch ist. Pip, hör auf, dich wie Celestia zu benehmen. Bis auf die Sache mit dem Fotografieren. Oh mein Gott. Starlight muss ich auch denken, was zum Teufel. Oh. G, fine. Was zum... Wie viele Flatscreens brauchst du bitte? Ja. Wenn das Portal zu ist, wird das abgeschnitten. Ja, das war wieder sehr erfrischend. Also, ich habe es eben schon gesagt. Also, wenn man sich das so ansehen würde, würde man ja denken, was in G5 abgeht, ist einfach nur kompletter Blödsinn. Ist es ja auch zum Großteil. Also bisher, wie gesagt, bin ich ja einer von denjenigen, die G5 immer noch nicht so wirklich viel abgewinnen können, obwohl es nicht an dem Look liegt. Es liegt eher an tiefgründigeren Sachen. Aber trotzdem, ich finde das gut, also dass man das jetzt auch mal in so einem Karikaturrahmen sieht, weil der Brony, sage ich mal, in mir ist ja immer noch so ein bisschen darauf getrimmt, das Ganze noch so zu verteidigen, so nach dem Motto, ah, das wird schon bestimmt irgendwann, auch wenn ich selber so ein bisschen daran zweifle allmählich. Aber das dann mal in so Karikaturrahmen zu sehen, ist halt wirklich echt super, weil man so auch mal so ein bisschen Spiegel vorgehalten bekommt, uns zu sehen, was guckt man eigentlich da für einen Blödsinn. Weil, wie ich schon gesagt habe, es übertreibt vieles, aber Groß und Ganzen ist es ja eigentlich genau das, was da passiert in G5, was hier eigentlich Folgalorga perfekt zum Ganzen gebracht hat. Und das muss ich wirklich dann sagen, ist eine tolle Art der Parodie auf das ganze Universum. Ich bin mir auch ziemlich sicher, er ist dem Ganzen nicht so wirklich wohlgesonnen nach wie vor. Aber ist ja okay. Jeder hat ja sein Recht auf seine Meinung. Trotzdem, wie gesagt, ein tolles Stück wieder, wie immer bei Folgalorga. Tolles Video, tolle Animation, passt von vorne bis hinten, ist unterhaltsam und einfach auch wieder dieses Gespür, dass man eben alles ohne Worte erzählen muss. Es reicht einfach wirklich aus, die Figuren so zu studieren. Du brauchst einfach keine Worte für das, was da passiert. Das ist einfach toll. Und genau so wünsche ich mir, dass es einfach weiterhin auch in Zukunft aussieht. So. Jetzt will ich aber zu dem kommen, was ich am Anfang des Videos gesagt habe, nämlich, dass ich meinte, wegen den, warum denn so wenig Videos gekommen sind in letzter Zeit. Das hat einfach folgenden Hintergrund. Es wird jetzt wahrscheinlich in naher Zukunft noch eine Zeit lang sehr viel ruhiger werden auf meinem Kanal. Es kommen jetzt wahrscheinlich noch zwei Reactions, das muss ich jetzt sehen, wie ich das noch schaffe. Danach werden wahrscheinlich ausschließlich nur die Tacheles-Videos kommen. Sobald ich eins wieder habe, wo ich dann meinte, okay, darüber kann man mal wieder reden, werde ich ein Tacheles-Video machen. Aber was Reactions und so weiter angeht, habe ich mich dazu entschlossen, jetzt erstmal für eine Zeit lang eine Pause zu machen von YouTube. Einfach aus dem Grund, weil ich mich momentan eher anderen Projekten widmen möchte, weil ich auch einfach wieder so ein bisschen Zeit haben möchte, um die nächsten Comic-Dubs auch vorzubereiten. Da will ich ja jetzt demnächst dann auch mal anfangen, wieder mit Schneiden, weil den nächsten Schwung an Comic-Dubs, der ist ja nun schon lange vertont. Also seit dem letzten Jahr ist das ja schon alles fertig. Und da möchte ich dann einfach auch mal anfangen. Ich bin ja auch momentan schon fleißig dabei, Skripte zu schreiben also für den nächsten Schwung habe ich schon welche und für den übernächsten Schwung habe ich auch schon die Hälfte der Skripte fertig. Also ich arbeite auf der einen Seite viel zu viel voraus, als dass ich auf der anderen gar nicht hinterherkomme. Und ja, deswegen, ich will einfach meine Zeit jetzt für was anderes haben. Deswegen werde ich, wie gesagt, auch momentan nicht so wirklich mich auf Reactions konzentrieren. Ich will auch mal meine Schreibader wieder ein bisschen hervorkramen. Ja, das sind so die Sachen, die ich anderweitig machen möchte und auf die ich mich jetzt erstmal konzentrieren will.
Deswegen, also ich bin nicht komplett raus aus YouTube. Ich werde auch wahrscheinlich, wenn die Zeit es anbietet, wieder Livestreams machen. Jetzt morgen, beziehungsweise wenn ich das Video hochlade, ist es wahrscheinlich schon ein bisschen länger her. Deswegen eigentlich kann ich mir das jetzt schenken, das hier anzukündigen, denn wahrscheinlich werde ich das nicht mehr rechtzeitig schaffen, hochzuladen. Denn, wie gesagt, ich will ja einen Stream machen zur vierten Welle von Mario Kart 8 Deluxe. Die kommt ja von meinem Tag hier aus gesehen morgen. Deswegen hoffe ich, dass da wieder einige mit dabei sind und Spaß haben werden an diesem Livestream. Und damit will ich halt auch sagen, wenn sich die Zeit anbietet, dann werde ich auch weiterhin natürlich ein paar Livestreams machen. Ich habe da vielleicht auch so schon so eine Idee, was mir da so demnächst wieder im Kopf rumspuken könnte, was man da auch mal machen könnte, wo ich auch wirklich Bock zu hätte. Aber wie gesagt, das alles zu seiner Zeit, das werdet ihr ja dann sehen, wenn es soweit ist. Deswegen hoffe ich, dass ihr bei meinen Videos trotzdem weiter dran bleibt, auch wenn jetzt vielleicht in naher Zukunft nicht so wirklich viel Neues kommt. Es werden wieder Zeiten kommen, wo auch mehr passiert, das verspreche ich euch. Gut, das soll es gewesen sein für diese Reaction. Ich hoffe, dass ihr bis zum Schluss jetzt dran geblieben seid und euch diese Informationen von mir habt angehört habt. Ansonsten werde ich wahrscheinlich auch einen Timestamp wieder machen in der Infobox, dass ihr euch das vielleicht auch so einfach anhören könnt. Gut, jetzt aber genug gelabert. Ich freue mich, euch in weiteren Videos wieder zu begrüßen und dass ihr auch weiterhin mir treu bleibt. Bis dahin, euer The D-Spyro. Ciao.